Also wieder guten Tag und moin moin, liebe Zuschauer, ist auf YouTube und natürlich auch moin moin noch für die Leute, die am Twitch noch mit am Start sind. Moin moin. Weiter geht's. So, was machen wir heute? Auf jeden Fall ein bisschen craften. Beim letzten Mal war ein Abenteuer. Gerd hat die Statistik hochgehalten. Hört jetzt auf damit für heute. Böse Bär hier. Was macht eigentlich das Hütchen? Habt ihr das schon erledigt? Oder sind die alle verhungert? Oder weil hier sind keine mehr. Nicht euer Ernst, oder? Keine Ahnung. Was war das? Was? Hast du die Hühnchen verarbeitet? Nein. Schön. Dann sind die tot. Das ist ja gar nicht ärgerlich, wenn man schon Level 10 Hühnchen hat und das nicht mehr schlachtet. Oder 9. Was? Ich meine, wir haben relativ viel Fleisch, aber die Federn hätten wir gut brauchen können, das Fett auch. Lässt sich nicht ändern, aber es ist ziemlich blöd. In Ruhe lassen. Ja, ich komme da nicht mit. Wo denn hier schon wieder? Kreatives Bauen mit Sarasa auf jeden Fall. Also dieses Nervige mit den Beeten, ne? Das von wegen Teil ist erntereif und Teil ist nicht erntereif. Also das kann eigentlich nicht. Wir müssen jetzt einmal alles mal leer laufen lassen und dann wieder ordentlich auffüllen und alles immer von Stück für Stück, weil anderes nervt hier. Dann sind mal drei erntereif, dann das andere nicht. Normalerweise ist, wenn du eine Sorte in einem drin hast, dann ist auch alles gleichzeitig erntereif nachher. Das müsste gehen. Ich habe jetzt hier gerade 9 Zwiebeln, 8 Tomaten und Schwung Baumwolle geerntet. Schmeiß das aber dann erstmal in die Kühlschrank, bevor wir da jetzt wieder neue Samen von ziehen oder so. Ja, sollen wir einmal leer laufen lassen und dann wieder frisch auffüllen, dann haben wir nachher alles in einem Status. Das müsste klappen. Praktischer als wenn, ne, du mal einen wegzupfen kannst und dann wieder keinen und so wie jetzt, aber ganz viel erntereif. Kann man schon irgendwie hoch Windmühlen upgraden.
So, erhöhte Effizienz für Windmühle Nummer 1. So, und sobald 80 Masse wieder da ist, dann haben wir beide Windräder zumindest um 25% schon mal erhöht. Das ist natürlich, wenn wenig Wind ist, ist trotzdem wenig Strom, aber können wir machen. Noch nicht. Das stimmt. Hufer sagt auch nochmal, wir brauchen einen Masseverwerter, der ist besser. Kann man Holzstöcke reinschmeißen. Holzstöcke sogar. Okay, Holzstöcke reinschmeißen und kriegt dann eben diese Masse. Und muss nicht diesen stromintensiven Massegenerator laufen lassen. Geht jetzt schwimmen nach der Base. Level 2, 2,95. Ach, sehen schwimmen, aber ich habe nur eine Gewehrkugel. Und ich habe doch 5 Pfeile noch. Aber jetzt biegt er ab. Ja. Ich kann es. Den Platz brauchen wir auch hier oben, oder wolltest du hier oben noch bauen? Nein, nein, ich wollte es genau so haben, dass wir hier oben jetzt eine größere Dachterrasse. Ein bisschen mehr Windmühlen. Und vielleicht dann irgendwann auch Photovoltaik, wenn wir bauen können. Und Progression 0,02. Es tut sich doch nicht viel. Ob das nicht auch verarschen ist? Jetzt ist das Treppenhaus auch begehbarer. Jetzt haben wir hier auch keine Ecken mehr, wo wir hängen bleiben. Gut. So, beiden Windräder oben haben das erste Upgrade gekriegt. Und dann. Wohl eine Ecke irgendwie in diese Treppen ist immer noch da, warum auch immer, ne? Oder? Rüberlaufen kann man ja so. Wie meinst du, ach so, so ein Loch? Ja, das ist von denen. Was anderes geben die mir ja nicht zum Bauen. Aber ich hatte gerade eben vorher das alte Treppenhaus war ja so, wenn du versucht hast, auf die zu den Beeten zu kommen, bist du hängen geblieben. Ja. Und das ist jetzt raus. Das ist schön geräumig. Und das heißt, dass wir unten, unter, also in dem Raum, noch mehr Platz haben für Strom- und Wasserspeicher. Ja. Braucht man also über kurz oder lang, wird man es wahrscheinlich brauchen. Doch dieses ganze Grünzeug ist auf Tasche. Gerade diese 6 grünen Blätter. Aber Kleintierpfeile und alles weg, ne? Ja, die letzten sind 2 Sekunden, bevor ich sie reparieren wollte, vor mir jetzt explodiert. Weg waren sie. War nicht ja nicht so lustig. Nee, das ist ja ärgerlich. Wie gesagt, das mit den Hühnern ist auch echt schade. Aber blöd gelaufen. Schon wieder ein Wolf. So, dann würde ich den eigentlich noch upgraden. Dafür brauchen wir 500 Strom. Das hätten wir. 80 Masse, das dauert wieder ein bisschen. Oh, 10 Minuten haben wir noch. Was haben wir hier?
Also der Verwerter ist das, ne? Also 1000 Strom bräuchte nur für den und 100 Masse. Als anderes kenne ich das Problem. So machen wir auch gerade ein bisschen Plus. Aber dafür sind auch beide Generatoren an. Wolf, Level 2 Wolf. Schwimmen. Taschen im nächsten Negern, holen wir uns. Am Wasser. So ein Wasser? Nein, da war eine Kiste, du hast gesehen. Sollte man denn hier einfach wieder eine Wand hinsetzen, damit dieses komische Teil nicht so in der Luft schwebt? Oder geht das nicht? Kann man machen. Ich hätte Material dafür, kann ich machen. Follow, moin moin. So, was habe ich jetzt? Noch am Warten, bis wir genug Strom haben. 1000 Strom brauchen wir. Ob wir das nochmal zusammenkriegen heute, weiß man. Na doch, haben wir fast. Masse fehlt. Weil es ist ja so, Stück für Stück kommt man immer mehr rein. Wir haben immer mehr Geräte und dann kommt man auch ein bisschen schneller voran immer. Ne? Also das merkt man schon, aber... Der ist aktuell auch aus, der Bohrer. Mal hier rein, weil man wo es ist.
Wir müssen echt sehen, dass wir zum Winter noch irgendwie mehr Fett wieder kriegen, ne? Um nix. Klar, ein bisschen was kann man mit diesem grünen Zeugs machen. Also hier den Biokraftstoff, aber auch nicht so richtig viel. Der Masseverwerter braucht 100 Masse, 1000 Strom. Wir müssen schon wieder Tiere jagen. Level 3 Wolf. Level 3 Bär oder Level 2 Wolf? Wenn ich jetzt eine Granate hätte und da hinwerfen würde, dann würde ich vielleicht beide auf einmal treffen, weil die stehen beide direkt auf dem Haufen. Level 3 Bär, ich glaube, der bringt mehr, ne? Hat noch jemand Schrot? Ist in der Base? Ja. Dann würde ich einen Bär jetzt mitnehmen. Vielleicht. Aber genau in dem Moment läuft der Spinner los. Achtung. Alter, wieso kommt er hoch? Uha. Vergiftet oder was? Aber knapp bei dir, los. Ja, natürlich auch vergiftet. Ja, dass sie auch immer die Treppe hochlaufen, ne? Das ist, wenn man sich zu platziert auf die Treppe stellt. So wie ich jetzt gerade. Man muss, glaube ich, wahrscheinlich schon, damit man die von der Treppe weglockt. Daneben springen. Möglichst schnell weglaufen in der Flucht, damit er nicht die Flucht weiter nutzt. Ja, das Opfer war 4 Biokraftstoff wert. Oder 4 Fett. Ich weiß gleich genau, wie viel Biokraftstoff da raus wird. Mehr. Lebers haben wir ja auch genug, ne? Ja, genau, so mit der Wand, das doch. So, hat noch jemand was von der Minze, sag ich schon. Das ist irgendwo 30 Stück oder so, ne? Ich hab die irgendwo hingetan. In der Truhe, wo auch die Maden waren. Ich glaube, mit tröglichst, ja. Also, da. Hinter dir. Ich glaube, wir auch noch irgendwie eine Tomatensuppe kochen oder so. Würde ich auch noch mal. Habt ihr alle Minze mitgenommen? Ich hab eins also gegeben. Ich glaube 5 oder 10 hätten gereicht, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, kommt doch gleich wieder zurück. Ah, mach ruhig. Nee. Also einen noch der Hühnereintopf. Premium Huhn, eine Kartoffel. Premium Hühnerfleisch, eine Kartoffel, eine Zwiebel, eine Karotte, ein Wasser. Deftige Hausmannskost, die Gesundheit und Ausdauer merklich fördert. Hört sich interessant an. Aber ihr habt das ganze gute Hühnchenfleisch habt ihr gegessen, oder? Vielleicht habe ich das aber auch mal gegessen, ich weiß es nicht. So, eine Kartoffel, eine Zwiebel, eine Karotte, ein Premium-Hühnchen, ein sauberes Wasser. Ein Hühnereintopf. Zwiebel fehlt. Zwiebel haben wir auch. Den koche ich mir jetzt mal schön Hühnereintopf. Und heute habe ich wieder eine Kiste gepackt. Hier neben dem Kühlschrank. So, gut. Und dann habe ich noch eine Tomatensuppe hinterher. Und dann müsste eigentlich energiemäßig alles perfekt sein. Erstmal wieder. Zum nächsten Mal dann. Wenn du es
Spiel neu ladest, bist du dann immer noch gut. Mhm. Das ist der Status, wie du es verlässt eigentlich. Also wenn ich mich jetzt satt esse, bin ich beim nächsten Mal auch komplett am Start. So, ja, hier habe ich ausgesetzt, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Vielleicht tun wir die Heilkräuter einfach, auf unser Kühlschrank ja ziemlich eng ist, ne? Aber tun die Heilkräuter jetzt einfach mal dazu. Weil man die für die Tomatensuppe braucht. Liegt das jetzt bei den Tomaten? Was gibt's denn hier noch? Also Beerenmarmelade. Braucht man hammer viele Beerenvariationen. Das Gemüsechutney. Gemüsechutney könnte man auch machen. Herzhaftes und aromatisches Gemüsekräuterchutney auch. Ungekühlt haltbar. So, das ist der Vorteil bei denen. Also nur mal kurz zur Info, ich habe jetzt einen Hühnereintopf gemacht. Das war ein Premium-Huhn, eine Karotte, eine Zwiebel und eine Kartoffel und ein sauberes Wasser eben. Das bringt 36 Eiweiß, 40 Obst und Gemüse. Sättigt mich um 45%, also 45 Einheiten, wie auch immer. Und ja, 5 Durst erfüllt das auch noch. Das boostert auf jeden Fall ganz gut. Bis auf Eiweiß, da könnte ich mir vielleicht noch eins von diesen übermäßig vielen Hähnchen, oder ne, eher von, also nicht das Premium, sondern ein normales Kaninchen gönnen und dann auch gut. Hier wird schon wieder Fisch gebraten. Wo ist denn das Kaninchen jetzt hin? Ich dachte, ich hätte eins abgeteilt. Hattest du das Fett da in dem Ofen, wo du da bist, oder? Ja, ich habe das rausgenommen. Den Generator? Ja, geht gleich in den Generator. Und ja, okay. Jetzt haben wir 1,33 plus Strom und 0,7 minus Strom. Was ist mit eigentlich Effizienz beim Kühlschrank? Weil der ist immer an. Senkt den Stromverbrauch dieses Geräts um 20%. Bei Eisenbarren und. Elektro, also das hätten wir eigentlich alles. Das machen wir heute nicht mehr, aber für das nächste Mal können wir schon ein bisschen überlegen, also was sollte man machen. Ich denke, wir müssen sehen, dass wir beim nächsten Mal diesen Masseverwerter kriegen. Also möglichst die stromunabhängige Verwertung von irgendwelchen Gegenständen zur Masse. Also da kann man Holz reinschmeißen und man kriegt Masse und wir müssen nicht diesen übermäßigen Stromfresser Massefabrikator anschmeißen, weil der verbraucht hammer viel Strom. Das ist ein großer Vorteil dann. Ja, dann vielleicht an der Effizienz weiterarbeiten. Die Geräte, die man verbessern kann, so wie hier eben zu sehen, der Kühlschrank. Wollte man vielleicht tatsächlich nochmal den Stromsparmodus gönnen. Der Herd, an dem wir immer mehr kochen. Der kann theoretisch auch aufgewertet werden, um weniger Strom zu verbrauchen beim Betrieb. Ja, natürlich wäre natürlich umso schöner, wenn wir generell irgendwie mehr Strom kriegen würden und das kriegen wir natürlich eigentlich nur durch übermäßig viele Windmühlen und Photovoltaik, so dass wir das mal irgendwie hinkriegen, dass über einen Tag unser Strom
sich immer auffüllt und dann eben über Nacht zum Beispiel durch, was ich, Kühlschrank kochen, keine Ahnung, wieder ein bisschen rückläufig ist, aber das kriegen wir aktuell noch nicht so gut hin. Relativ viele Eisenfragmente, das ist gut, also für Eisenbarren, die können wir leicht welche machen beim nächsten Mal, das reicht hier für 5-6 Stück. Teile habe ich nach wie vor nichts. Ich muss erstmal sehen, dass ich beim nächsten Mal wieder Hühner erledige oder halt Premium-Pfeile ging nicht wegen den Kristallen, das war das Problem. Räumen schon mal ein bisschen Inventar auf. Das ist platt. Teppich ist ja auch richtig nutzlos, ne? Man hier teure Seen für ausgeben, um irgendwie Teppich zu haben, das wird mir auch erstmal nicht einfallen. Eine Geschichte so viel rauszuhauen dann. Schönen Abend noch, Götti. Jo, angenehme Nachtruhe. Ich würde auch sagen, wir kommen zum Ende des heutigen Streamabends und natürlich auch der Folgen. Ich weiß gar nicht, nächster Stream. Nein, 5 Folgen haben wir gemacht heute Abend, glaube ich. Ja, das wird ein bisschen schwer. Ab 6, ja, glaube ich auch. Dann sind wir schon 9.7. theoretisch. Samstag, der 9.7. Da kann ich dir mit nicht zusagen. Urlaub oder? Oder auch nicht absagen. Auf Samstag? Mein Problem ist, dass ich am 6. ins Krankenhaus gehe. Theoretisch am 8. wieder rauskommen darf. Aber auch nur, wenn alles gut geht. Ja, toll für was auch immer. Ja, das ist ja dann unwahrscheinlich. Das ist dann schon am 9. Ja, da muss er dann erstmal erholen wahrscheinlich, ne? Das kommt noch hinzu, dass ich dann so oder so, also auch wenn ich zu Hause wäre, garantiert nicht so lange vor der parken kann, Verwerfungsstuhl. Wir sehen, wir werden vielleicht nochmal dann irgendwann nochmal ankündigen. Also so um und bei, vorher wird es ja dann ähnlich, also das. Die Folge ist praktisch für den 9.7. und irgendwann nach dem 9.7. werden wir dann hier mal wieder so in circa 2 Wochen weiterspielen. Ansonsten dann einmal ohne Salazar und nur mit Gerd, wenn wir das zeitlich irgendwie unterkriegen. Gucken wir mal, oder vielleicht. Ja, vielleicht kommt dann die Alex auch wieder, ja. Oder der Hoshi. Ansonsten kriegen wir schon. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Reinschalten, die Leute, die noch übrig sind. Zu später Stunden auf Twitch, angenehme Nachtruhe. Vielen Dank für den Support. Bis, ja, LS-mäßig bis Donnerstagabend dann, ne? Und ansonsten Subsistenz bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und tschüss. Ciao. Tschüss.